Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Mass Effect Andromeda. Bei Drax Quest, die ich aus Versehen gestartet habe, wir sind hier in so einem etwas größeren Lager. Wir haben, es handelt sich eigentlich die ganze Zeit um diese Samen, die hier... ja, Drake, es geht um dich, genau, es geht heute um dich. Und wir suchen halt eben diese Samen. Wir sind hier mit Stealth-Flug sind wir hier angekommen, was gar nicht so wirklich richtig ist, aber was soll's. Und wir brezeln hier die ganze Zeit irgendwelche Feinde weg. Aber es sieht sehr lustig aus. Auf der anderen Seite ist ein Weg. Vielleicht kommen wir ja durch, wenn wir das hier wegräumen. Willst du es wegräumen? Geh doch einfach durch, da war doch eine Lücke. Lass Drake mal machen. Klar, kein Problem. Oh Mann. Sie ziehen sich in das Gebäude zurück. Das hilft Ihnen auch nicht. Sie da draußen, hören Sie mich? Die Stimme kenne ich. Das ist Vaughn, unser Botaniker. Pathfinder. Drake? Kein Wunder, dass die Piraten meinten, sie bräuchten Verstärkung. Was machen Sie hier? Ich war gerade auf dem Schiff, als die Piraten es gestohlen haben. Ich konnte niemanden mehr warnen. Okay, Schluss mit dem Quatsch. Komm runter. Würde ich ja. Aber ich musste mich in einem Container einschließen, um sie loszuwerden. Die wollen mich töten. Na toll, Sie lassen den Transporter warm laufen. Uns läuft die Zeit davon. Das heißt, er oder die Samen. Ich schätze, Sie wissen, warum wir hier sind. Sie dürfen nicht entkommen. Ohne den Tresor ist die Kolonie verloren. Sie verschanzen sich. Alle bereit für einen Kampf? Der Transporter oder Vaughn? Was ist wichtiger? Na, war ja klar. Das war so klar. Das war wieder so klar wie Kloßbrühe. Ich muss mich wieder entscheiden zwischen den Vaughn oder den Samen. Das war... das. Was hast du erwartet? Ach, ganz ruhig. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Sagen Sie uns einfach, was wir tun sollen. Was ist für die Kolonie am wichtigsten? Wir brauchen den Tresor, aber ohne Vaughn ist er nutzlos. Wir brauchen ihn. Also beides. Dann holen wir ihn. Vaughn, wir sind unterwegs. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh, übrigens ein Datenpad von Bryant. Okay. Von Abel Bryant und Arone. Ach, sieh mal an, Tau. Hallo Arone. Also der Typ, der geflohen ist hier. Wir haben den verschwundenen Kogana gefunden. Meine Leute haben ihn bis zu einem Frachtcontainer verfolgt. Und dort hat er sich jetzt eingeschlossen. Feige Sau. Oder ein Feigling. Sie haben versucht, ihn rauszuholen, aber der Container ist überraschend stabil. Da geht nichts durch. Sie hören ihn drinnen reden. Möglicherweise hat er Kontakt zu dem Nexus-Team. Was, wir haben doch gerade erst gequatscht miteinander. Das könnte schon zu ihm unterwegs sein. Ich nehme an, sie wollen ihn lebend. Verstärkung mit schwerem Gerät ist in Bereitschaft. Nur für den Fall, Bryant. Ja, also Hydra. Gut. Ja, ja. Tja. Das Tor ist verschlossen. Aber diesmal werden mir die Entscheidung... Aber ich meine, die Entscheidung fällt mir ehrlich gesagt immer leicht. Ob ich mich jetzt entscheiden muss, den Cat zum Beispiel ganz am Anfang, ob ich den abknallen muss, logisch. Warum auch nicht? Denn auch so andere Entscheidungen... Die sieht nicht gerade stabil aus. Die fallen mir einfach. Sloan oder Reyes zum Beispiel. Falls Sie nicht rechtzeitig hier sein sollten, könnten Sie Cash dann bitte sagen, dass ich Sie liebe. Was? Kein Quatsch. Natürlich sind wir rechtzeitig. Moment mal, was hast du gerade gesagt? Oh, ich sagte Liebe, denke ich. Ich werde ihn retten und dann bringe ich ihn um. Drake ist einfach das Geilste. Die Kerl muss man mitnehmen. Das ist einfach viel zu gut.
Der hat also Cash einen Verlobten oder, naja, einen heimlichen Verehrer. Ich weiß es nicht so. Wo seid ihr denn jetzt? Kommt ihr? Auf jeden Fall, diese Entscheidung hier, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre mir leicht gefallen, denn A, Samen, ja, oder ein lebendiger Kurganer. Das Leben ist immer wichtiger. Ja, ja. Worms Signal ist jetzt näher. Was machst du denn da? 10.000 Tränke zu den Kurganen. Tot oder lebendig? Egal wie es macht, aber halten Sie auf! Scharfschütze, Leute! Shit. Oh, Arsch! Na komm! Keiner, der auf mich schießen will? Das ist schade. Tschong! Und du hier? Ah, du bist tot. Na dann. 15.000 Credits! Ach komm schon! Irgendwas beschießt mich. Das ist der Saboteur wieder. Danke, Drag. Das war gut. Pong und weg ist er. Drag erinnert mich so ein bisschen an Bud Spencer. Ich weiß auch nicht. Drag kommt an mit seiner riesigen Keule und dann macht es einmal Flatsch. Und die Typen liegen irgendwie an der Wand. Hat richtig Charme. Unser lieber Kurganer. Über uns vielleicht eventuell was. Auf jeden Fall müssen wir da hin. 48 Meter in die Richtung. Es ist alles so ein bisschen unübersichtlich. Die Basis, weil sie so halb auseinanderfällt hier. Danke. Aber geil sieht sie aus. Zu meiner Zeit hat schön. Ein Kurganer noch um Erlaubnis gefragt, bevor er jemandem den Hof gemacht hat. So wie es die Clan-Traditionen verlangen. Echt jetzt? Man ist nicht einfach miteinander in die Kiste gehüpft. Diese verdammten Kinder von heute. Keinerlei Anstand mehr. Weißt du, darüber macht er sich jetzt Sorgen, ja? Oh Mann. Begau! Komm rüber, dann können wir reden. Ich verzichte, Kurganer. Der Transporter war nur der erste Schritt. Wir werden uns an der Nexus und den Kurganern rächen. Es gibt nur eins, was hier heute zerstört wird, und das bist du. Und dieser Ort. Und dein Boss. Und vermutlich deine gesamte Crew. Genau genommen werden hier also eine Menge Dinge zerstört. Und sie alle gehören dir. Halt. Wieso Vaughn retten? Nee, ist das schon Vaughn, richtig. Dann den Transporter. Und dann kümmere ich mich um Ron. Nein, du hast den Falschen getroffen. Sie haben Vaughn noch nie erwähnt. Der Botaniker des Clans. Der Kleine bringt alles zum Wachsen. Aber er hat keine Überlebensinstinkte, gar keine. Ein Wunder, dass er das Erwachsenenalter erreicht hat. Oh, süß. Und der ist mit Cash zusammen. Irgendwie sweet. Hallo, Rundfeld! 25.000 Credits! Jetzt hör doch mal auf, so einen Blödsinn zu quatschen. Was kommt ihr da? Vaughn, Update. Sie schießen einfach nur auf die Tür. Bisher allerdings ohne großen Erfolg. Ja, jetzt habe ich genug hier. Warte mal, ich muss anladen. Scheiße, meine Herren. Hau ihn! Mach ihn weg! Drake, dankeschön. Geht da! Hui! So, jetzt erstmal kurz gucken hier, weil ich immer auch immer so ranpresch von Versteck zu Versteck, ne? Da lasse ich immer ziemlich viel aus, aber ich gehe dann meistens wieder auf die Suche. Nee, das ist nicht mehr möglich. Ich weiß, da ist eine Tür. Das brauche ich nicht. Eine Erzraffinerie.
Sowas habe ich seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen. Jahrhunderte, hä? Ich vergesse manchmal, wie jung sie alle sind. Diese Art ist einfach nur alt. Größer, baufälliger. Nicht so sicher wie die zu Hause. Also zumindest die legalen. Soll ich euch beiden ein Zimmer besorgen? Was macht ihr denn da? Schnuckis. Oh, und der Fuß von Drag. Ist völlig verdreht. Na, dann kommt. Wir sind hier lang. Also sind wir ja automatisch. Das Signal kommt von dort oben. Ich bin in dem Container auf der rechten Seite. Sekunde. Oh. Hey, Drag. Warum sind Sie nicht in der kroganischen Kolonie geblieben? Weil die Jungen ständig Kriegsgeschichten von mir hören wollten. Mordor hatte alles im Griff. Sie brauchte kein altes Eisen wie mich. Also bin ich aufgebrochen, um Cat zu jagen. Hier rüber. Hier ist der Frachtcontainer auf jeden Fall. Was ich jetzt richtig gemacht habe, ich bin automatisch in die richtige Tür, ne? Ich wollte, wo wir reingegangen sind vorher, da war ja noch rechts ein Weg. Das ist jetzt hier, na, ja doch, ist ja gut. Hey Leute. Na? Ah, gehen wir. Die Kroganer haben immer Witz und Charme, ich weiß auch nicht. Vorsicht! Ah! Oh! Nein! Jetzt nicht wirklich. Sind Sie verletzt? Hey, alles okay? Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Was hast du dir gedacht? Warum hast du das getan? Er wollte sie erschießen. Die Kolonie kann auch ohne mich überleben. Aber ohne dich und das, was in deinem dämlichen Schädel steckt, hat unser Volk keine Zukunft. Sie sagen ständig, sie sind entbehrlich. Aber das stimmt nicht. Wir brauchen sie. Wir wissen, was wir verloren haben, weil sie es gelebt haben. Ich brauche noch ein paar Dinge, bevor wir aufbrechen können. Reden Sie mit ihm. Opfer zu bringen erfordert Mut. Er hat nicht ganz Unrecht. Wenn es persönlich wird, werden Sie im Kampf wirklich leichtsinnig. Ich werde nicht zulassen, dass meinem Clan etwas geschieht, Ryla. Sie werden ihm nicht viel nützen, wenn sie tot sind. Nicht sie auch noch. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen uns einen Transporter zurückholen. Ich bin soweit. Du bleibst schön hier. Ich habe keine Lust, Cash zu erzählen, dass du wie ein Idiot gestorben bist. Das dürfte funktionieren. In Deckung! Hi, sagt er. Was? Der Sagentresor ist noch ein Transporter. Was? Ich habe die Schlösser aktiviert, bevor sie mich erwischt haben. Gut mitgedacht bei den Schlössern, Vaughn. Danke, Sir. Werden Sie nicht übermütig. Man hat sie trotzdem erwischt. Jawohl, Sir. Einfach durch die Wand gebrochen. Man merkt schon, wie die Kroganer das handhaben. Tolle Loyalitätsmission. Wirklich, wirklich mal ganz toll. Mal ein bisschen was anderes hier. Das ist doch mal. Das habe ich mir so gewünscht, Leute. Das. Oh Mann. Bricht er da einfach durch die Wand? Schade, hat ihn nicht erwischt. Nein, du bist nur der. Warte mal. Ja. Das war das mit dem Agenten und seinem Trugbild. Adi.
Sprecher springt. Er springt seinem Kameraden mitten ins Bild. Oh Mann, für dich noch eine Kugel hier aufgebraucht. Ja, halt, 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 halt. Tot. Sind sie fertig? Nein, noch nicht. Ich glaube, sie versuchen es immer noch. Die versuchen es immer noch. Was für eine Mission? Von an Spender. Sie haben mich hintergangen, Spender. Sie haben gesagt, wir wären sicher, dass... sicher. Dabei ist die Nexus bereits hinter uns her. Wenn ich das überlebe, gehe ich direkt zu ihnen. Ich habe das Gefühl, es wird sie bestimmt interessieren, dass eines ihrer Führungsmitglieder während der Meuterei Exilanten bewaffnet hat. Kein Scrambler in Andromeda kann verbergen, was sie getan haben. Arrain. Achso, von Arrain. Schade, dann ist der Spinder aber wahrscheinlich nicht da. Ach, der Spinder, der geht einen so auf den Keks, ne? 30.000 Credits! Das Website ist jetzt 30.000 Credits! Warum sind sie noch nicht tot? Weil wir nicht zu töten sind. Warum klingt irgendwie ein wenig verzweifelt? Ein bisschen. Tja, im Moment ist es echt beschissen, hier zu sein. Ja, das stimmt. Definitiv. Das sieht wie ein Mech-Suit aus. Ja, aber in dem Zustand wird er wohl niemandem was nützen. Warte. Mech-Suit? Da, Tatsache. Sag mir, dass ich den auch mal benutzen kann. Ach komm schon. Ich will auch mal in so ein Ding rein. Wehe, du bewegst dich nachher. Ich schieße dir das Ding ab. Die Kühlflüssigkeit. Okay, ich glaube, das war's. Hier oben haben sie noch allerlei Kräne. Hier sind noch mal ein paar Überreste. Ja, ist jetzt alles nicht so wild. Die Raptor. Okay. Gut, dann haben wir alles durch. Aufgefüllt. Nachgeladen. Dann gehen wir da jetzt ran. Die Musik ist auch cool, Leute. Endlich mal richtig coole Musik hier. Der Transporter. Vaughn, Steuerung übernehmen und Andockklammern geschlossen halten. Wir geben Ihnen Deckung. Okay. Vaughn, wo kamst du denn jetzt her? Okay, vergesst das Kopfgeld! Legt sie einfach alle um! Jetzt gibt's doch nicht mal Kopfgeld für uns. Vaughn? Ich hoffe, du machst keinen Mist, ne? Oh, verdammt. Spender an Arrain. Arrain. Sie wagen es, mich zu bedrohen, nach allem, was wir durchgemacht haben? Sie waren nur ein Arbeitskolonist, der aufgetaut wurde, um ein Loch zu stopfen. Glauben Sie wirklich, dass man Ihnen eher glaubt als einem stellvertretenden Direktor der Kolonialverwaltung? Trotzdem bereue ich es nicht, dass ich Sie während des Aufstandes bewaffnet habe. Dank Ihrer toten Freunde machten die Kroganer eine viel schlechtere Figur, als sie angekrochen kamen und einen Platz an unserem Tisch wollten. Bringen Sie sich ruhig gegenseitig um. Viel Spaß dabei, Spender. Spender, du bist so ein Drecksvieh. Mieses Arsch. Ah! Holt euch den Scharfschützen. Opa! Vetra liegt. Aua. Weg. Shit. Fuck, 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 fuck. Komm, Vetra. Schneller, schneller, schneller. Ja. Ist der Transporter noch da? Ja, noch.
Ja, den holen wir uns schon da. Ich glaube, ihr Widerstand lässt nach. Entweder das oder wir haben sie schon alle erledigt. Das kann sein. Wir haben sie vielleicht schon alle erledigt, sieht aber aus, da kommen neue. Uns zu früh da kommen neue, die Zyklonen. Freund. Oh Mann. Was haben wir denn so? Was, endlich mal Gegner, bei denen es sich lohnt. Wow. Ja, es das sind ganz schön viele Piraten. Okay. Fuck, hier war doch gerade einer neben mir. Hab's doch gesehen. Jack, warst du das? Ah, shit. Fuck. Ja, du Arsch. Weg mit dir. Ich schätze, sie waren nicht alle kaputt. Ach, du Scheiße. Doch nicht. Wo haben die dich denn versteckt? Oh Gott, die Hydra. Zwei Stück? Echt jetzt? Ach, Scheiße. Das muss aber... Ja, die eine ist schon mal halb weg hier. Ah! Okay, kann ich auch nicht mal gucken. Was ist das für ein Kroganer? Meiner! Oh nee, weg geht's! Shit! Leute, ihr müsst die Hydra machen, die Hydra, sonst ist hier aus. Oh, sie hat direkt über meinen Kopf geschossen. Shit. Stirb jetzt! Fuck. Ah! Na, Gott sei Dank. Ich brauch mal, wo ist ein Health? Pong, weg ist er. Machst du? Au. Scheiß Ding! Nicht so wild! Nicht hilfreich. Oh, wow. Ja. Das hätten wir. Waren das die letzten beiden? Hey, hier rüber. Vaughn? Okay, da ist auch Health. Oh, heiliges Blechle hier. Noch gleich zwei von den Dingern. Das ist dann immer so. Uah. Und was jetzt? Jetzt suchen wir Around. Kann ich erstmal hier ein bisschen rumgucken? Vielleicht. Vaughn, ich komme dann auch gleich. Ohne Momento. Hier ist auch. Ach, ist schon aufgefüllt. Ja, gut, okay. Ah, ich habe einen Schildkondensator verbraucht. Das ist halt doof. Aber hey, wofür sind die Dinger? Das ist ja dafür gedacht. Stimmt, ich hätte auch mal den Raketenwerfer jetzt auspacken können. Beim Dreschlund war das eher so, ne? Ja. Nicht unbedingt, aber
Ich denke mal, bei der Hydra könnte das Teil schon ordentlich Schaden machen. Ich meine, immerhin ist das Zeug ja auch teuer. Das muss sich ja für irgendwas lohnen. Okay, ich glaube, wir haben alles. So, Vaughn, bin da. Oh, hier ist noch eine Kiste. Kuganischer Hammer, warum auch nicht? Ich schätze, das war's. Oh oh. Nein, nein. Nicht weiter. Nein, 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 nein. Du. Ich nehme diesen Transporter. Überlegen Sie sich das gut. Aaron, Sie wissen nicht, was Sie da tun. Ich weiß genau, was ich tue, Pathfinder. Nur keine Sorge. Glaub mir, ich bin gerade nicht dein größtes Problem. Jetzt geht's los. Ich warne Sie! Oh mein Gott! Warten Sie, kommen Sie nicht näher! Es beeinträchtigt jeden, der kein Kroganer ist. Es ist ziemlich stark. Ich hab'n Helm auf. Dann bringen wir mal den Müll raus. Ist der jetzt nur betäubt? Oder ist der tot? Mein erster Feldversuch. Es hält nicht lange an, aber es wirkt schnell. Okay. Nicht tot. Das wagen Sie nicht. Sie bluffen doch nur. Hast du das gerade echt gesagt? Nein, nein, nicht loslassen! Er könnte uns nützlich sein. Wir brauchen ihn nicht. Oh, ist das fies. Wir nehmen den mit. Der Arain kann gegen Spender aussagen. Das ist doch perfekt. Drake, damit haben wir Spender am Arsch. Das wäre doch wunderbar. Und die Szene, die kenne ich auch aus dem Trailer schon. Und ich sag euch gleich, ich glaube Drakes Mission hier ist eine der ersten, die fertiggestellt wurde, weil die ist eine der besten auch. Also man merkt richtig, dass hier ein bisschen mehr was drin ist. Wir behalten den jetzt. Wir müssen wissen, was Spender vorhat. Und eben. Irgendwo muss eine Grenze sein. Ich wusste, dass Sie das sagen. Na schön, bringen wir ihn zurück zur Nexus. Ich gebe ihm Halsband an. Das wäre trotzdem lustiger gewesen. Ja, stimmt. Wenn Sie es sagen. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Schnauze, du rückgratloses Arschloch. Wir lassen dich leben. Vorerst. Jetzt hör auf zu zappeln, Mensch. Bringen wir diesen Transporter wieder zurück. Und wir haben was gegen Spender. Das ist doch viel wichtiger. Sie sind nicht entbehrlich, Drake. Wir werden diese Unterhaltung nicht führen. Ich weiß nicht. Es kann nicht schaden, ihn anzuhören. Ja. Ich hasse euch alle. Lasst mich doch einfach in Ruhe, alt und verschroben sein. Drake, das Unikat. Wir nähern uns neu zu Chanka. Danke, dass Sie mir geholfen haben, den Kolonietransporter zurückzuholen, Ryder. So was Dämliches aber auch. Tja, so sieht ihr Leben im Grenzbereich nun mal aus. Sie hätten zulassen sollen, dass ich Aaron erledige. Das wäre deutlich einfacher gewesen und sicherer. Ja, aber wir brauchen da was für Spender, Mensch. Du weißt das doch. Und du willst Spender mehr am Sack als ich. Ja, also das muss dir doch auch bewusst sein. Er ist uns lebendig nützlicher als tot. Ja, Sie haben vermutlich recht. Außerdem kann ich ihn ja später immer noch umlegen. Siehste. Ich kann's kaum erwarten, Spender an die Wand zu nageln. Wir werden ihn erwischen. Früher oder später werden wir ihn kriegen. Genau wie Aaron. Hoffentlich früher. Ich hab schon Pläne mit ihm. Ach, hör
hören Sie mich nur reden. Ryder, Sie kennen mich inzwischen gut genug. Fakt ist, ich bin ein Fossil. Ein Symbol der Vergangenheit, in der die Kroganer wild entschlossen waren, sich selbst zu vernichten. Kämpfen und töten, mehr kenne ich nicht. Wenn mein Clan und Cash eine echte Zukunft haben soll, ist es vielleicht besser, wenn ich nicht Teil davon bin. Irgendwie traurig, ne? Wie er es so sagt, ist auf jeden Fall traurig. Er kennt nur Krieg, das Kämpfen und Sterben. Drag, du bist aber so viel mehr. Man kann doch nicht 1000 Jahre lang nur Krieg, Kämpfen und Sterben. Das haut gar nicht hin. Ihr Clan braucht sie. Genau wie ich. Wir müssen aufeinander aufpassen. Sie haben sich schon mal für mein Volk entschieden. Vergessen Sie nur nicht, wen Sie da ermutigen. Mir ist das schon ziemlich bewusst. So, Drag endlich freigeschalten. Wunderbar. Errungenschaft Freibeuter. Okay, warum auch nicht? Ich glaube, jetzt wirklich mal ehrlich, ich glaube, Drags Loyalty Mission war eine der ersten, die fertig hatten und komplett hatten, weil es ist, man merkt schon einen Unterschied zwischen den anderen Loyalitätsmissionen. Also ich glaube, Drag, du hattest da... Deine war als erstes, oder mitunter als erstes, bin noch fertig. Also Wahnsinn. Merkt man gleich den Unterschied so ein bisschen. Wie die Dinge anders laufen. So, dann habt ihr ja jetzt wieder Samen, oder wie ist das? Tatsache, Born. Wirklich in einem Container festgesessen? Können wir bitte über etwas anderes reden? Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht richtig dafür bedankt, dass Sie mich gerettet haben. Das fällt euch Kroganern also, alle immer so schwer. Vielen Dank. Drag gerade auch schon, der hat sich das richtig rausgequält. Sie müssen mir nicht danken. Schon okay. Ich bin einfach nur froh, dass ich der Kolonie helfen konnte. Dann hat sich Drag dem Richtigen angeschlossen. Na siehste. Und was ist jetzt mit Cash und dir, hä? Erzähl mal. Also, sie und Cash? Ja... Wir kannten uns schon, bevor wir die Reise nach Helios angetreten haben. Richtig nahe gekommen sind wir uns allerdings erst durch unsere Zusammenarbeit auf der Nexus. Sie bedeutet mir wirklich viel, Ryder. Drake hasst mich doch nicht, oder? Hey, ich bin auch hier. Und nein, tue ich nicht. Um ehrlich zu sein, würde ich Sie gerne um einen Gefallen bitten, Ryder. Ja klar, sag. Um was für einen Gefallen geht es? Ich habe eine spezielle Blütenpflanze gezüchtet und sie möglicherweise nach Cash benannt. No. Ich dachte mir, Sie könnten sie ihr vielleicht geben, wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind. Von mir. Cora wird sich... Ach, Drake, das ist doch eine schöne Geste. Ja, ich nehme sie an. Cora kümmert sich in der Zeit um deine Pflanze. Klar doch. Überhaupt kein Problem. Danke, und sagen Sie ihr, dass diese Blume auf Tuchanka nicht wachsen könnte, hier aber ein neues Leben hat, genau wie wir. Oh, irgendwie schon kitschig, aber sweet. Woran arbeiten Sie hier? Ich züchte hauptsächlich widerstandsfähigere Varianten von Pflanzen aus der Milchstraße, die hier überleben können. Bisher allerdings mit gemischten Resultaten. Leider scheinen sich ausgerechnet Obstpflanzen am schwersten zu tun. Ah, okay. Aber zum Glück ist das Gewölbe jetzt aktiv. Das erleichtert mir die Arbeit. Sollte es. Ziemlich, oder? Eigentlich schon. Wir sehen uns, Vaughn. Kommen Sie bald mal wieder vorbei. Na klar, gerne. Cash die Blume bringen. Wie schön. Hey, Hark. Pathfinder. Danke, dass Sie Vaughn gerettet haben. Ich weiß nicht, ob ich es mir je hätte verzeihen können, wenn ihm etwas zugestoßen wäre. Seien Sie einfach vorsichtig, Hark. Keine Sorge. Ich habe meine Lektion gelernt. Okay. Seien Sie vorsichtig, Hark. Auf jeden Fall. Dass der Vaughn natürlich da irgendwie mit auf diese Kiste, also auf diesen Frachtcontainer überhaupt ging, das war schon mehr als merkwürdig. Aber gut. Nackmaw Drag, eine Zukunft für unser Volk. Drag ist anscheinend noch nicht vorbei, zur Nexus-Kontrolle zurückkehren. Erstmal muss ich jetzt endlich mal mit dieser Mordor hier sprechen. Beziehungsweise erstmal einmal drüber. Upp.
Da hinten. Müsste noch irgendwo dieser eine Kroganer rumstehen, wenn ich ihn finde, jedenfalls. Nee, einer von euch ist es nicht. Gren, hier. Sie sind Gren, richtig? Ich bin der Pathfinder. Auf Sie wartet ein Ritual der Einigung. Ich habe es Korte gesagt und jetzt sage ich es Ihnen. Ich mache da nicht mit. Varka hat dem Ritual bereits zugestimmt. Mir egal. Ich kämpfe nicht mit diesem arroganten Steinsack. Das war doch eine Sie. Drag? Helfen Sie mir mal, Drag. Du bist also auch gegen mich. Habe ich irgendeine Chance, dass sie einfach aufgeben und mich in Ruhe lassen? Alter, ich habe für euch extra den Koloss gefesselt. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Nein! Sie haben auf stur geschaltet. Und jetzt haben sie mich am Hals. Dachte ich mir. Ja. Also schön, wenn mich dann alle in Ruhe lassen, nehme ich an dem Ritual teil. Aber ich glaube nicht, dass Varka fair kämpfen wird. Sobald der Koloss fällt, wird sie auf mich schießen. Ich brauche einen Dritten, der auf sie aufpasst. Eine neutrale Partei. Einen Pathfinder. Mich? Ganz genau. Ich kämpfe nur, wenn sie dabei sind. Soll ich denn Crunch sein? Was ist mit meinem Trupp? Kein Trupp. Nur sie, ich und Varka. Sieht aus, als hätte ich keine Wahl. Ja, ja gut. Dann machen wir das mal. Dann bin ich sein Krant. Quasi. Jetzt, wir haben aber mehrere Ziele. Der Koloss, den sie angelockt haben, ist ein Weibchen. Es hat zwei Männchen. Ach, ehrlich jetzt. Sie machen Witze. Das nenne ich einen Kampf. Wir kämpfen doch noch gar nicht. Lass sie doch erstmal rankommen. Oh Mann. Hallo, da oben. Wieso muss ich denn... Ihr sollt doch den Typen erledigen. Das ist eure Reinigung. Ich habe damals einen Dreschlund erledigt. Was auch immer ich da gerade getan habe. Au, scheiße. Ich kann die beiden befehligen. Ist schon mal gut. Oh. Alter. Oh. Oh. Jesus. Machen wir das so. Au. Ach komm schon. Lauf, lauf, Schabbat. Leute, was macht ihr denn? Los jetzt. Naja, so wirklich toll war der jetzt nicht, ne? Oh, da ist auch noch einer. Hör auf, nachzuladen. Lad jetzt nach. Der eine ist tot. Das war's mit dem einen Kroganer. Hör doch mal auf, um mal hier zu krabbeln, Mensch. Ich bin doch kein Spielzeug. Scheiße. Wer hat sich so eine Arena ausgedacht? Der zweite ist noch nicht gefressen, aber bald. Oh. Der Krant regelt das schon. Gar kein Problem. Aua. Lade nach. Okay, das war's mit Nummer Uno. Ja, oh Gott. Warte mal, ich nehme mir mal schnell das Zeug mit.
Oh. Der zweite ist auch weg. Oh, oh, ich kann gerade nicht springen. Ey, immer noch ein Schlag und ich bin tot. Das ist halt alles nicht so schön. Jetzt hänge ich hier in den... Ich hänge in den Piken. Halleluja. Bis auf zwei Schuss runter. Wow. darf ich mal ganz kurz? Dankeschön. Oh. Puh, das war Hammer. Gegen drei Kolosse. Oh. Das war kolossal hier. Oh Gott. Puh. Ja, und ihr geht euch ja noch nicht an die Gurgel hier, hä? Drei Kolosse. Davon wird man sich noch jahrelang erzählen. Echt? Du bist echt zäh, Walker. Du hättest diese Bisse gar nicht überleben dürfen. Hätte ich auch fast nicht. Deine schnellen Schüsse haben meine Haut gerettet. Naja, also... Das sieht doch nach einem guten Team aus, hä? Hab ich da etwa ein Kompliment gehört? Was soll dieser arrogante Blick? Sie sind aber auch ziemlich beeindruckend, Pathfinder. Schade, dass Sie kein Kroganer sind. Sie würden einen guten Warlord abgeben. Klingt gut. Warlord Ryder? Das klingt irgendwie echt gut. Gesprochen wie ein echter Kroganer. Okay. Wunderbar. Haben wir das auch hinter uns. Puh. Das ging nur wegen der Tipps, die du mir gegeben hast. Hat sich gelohnt. Jetzt stehen sie hier beide. Tja, ihr scheint euch ja doch gut zu vertragen. Also, da hätte ich ja gar nicht mitbrauchen können, brauchen sollen. Das war... Nein, ich muss ja erstmal mit Mordor noch quatschen. Das ist doch viel wichtiger. So, das war jetzt hier draußen. Ich habe neue Anweisungen von Mordor an. Das mit Mordor wird jetzt, ja, könnte sehr interessant werden. Ich weiß noch nicht, wie Strux reagiert. Also ich glaube, wenn Strux hier irgendwas Falsches sagt, dann ist sie aus. In die Gelinde. Hallo, Nexus. Sie sind zurück? Ja, bin ich. Strux hat gesagt, Sie wollten den Antriebskern von meinem Reliktschiff holen. Das stimmt. Und dass Sie ihn an Plünderer verkauft hätten, die damit woanders einen Profit machen wollten, an dem Sie beteiligt seien. Sie sollten dieses Verhör besser mit Strux führen. Halten Sie sich aus den Angelegenheiten der Kroganer raus, Nexus. Ich verhöre, wen ich will. Sind alle Kroganer so schlechte Zuhörer? Das war noch gar nichts. Der Nakmor-Clan ist ein Witz. Die Verlierer von T'Chanka sind jetzt die Verlierer von Helios. Overlord Mordor hat den Antriebskern verloren und unsere Kolonie ist dem Untergang geweiht. Pam. Sie reden nur, Jorgle Strux. Ich habe diese Kolonie groß gemacht. Wenn es überhaupt einen Overlord gibt, sollte er von ältestem kroganischem Blut abstammen, dem Jorgle-Clan. Wartet nur ab. Ich werde den Antriebskern retten und uns so mächtig machen, dass die Nexus vor uns auf die Knie fällt. Was sie gar nicht können, weil wir ihn haben. Ach, Drag. Ich wollte doch sehen, wie er sich in seiner eigenen Schlinge erhängt. Ja. Was soll das heißen, sie haben ihn? Das soll der Pathfinder ihnen erklären. Das Lustige ist jetzt, der Strux, ich meine, der hat ein linkes Falsch mit diesem Antriebskern gespielt, aber er hat jetzt auch noch ein linkes Spiel mit uns gespielt, denn eigentlich hat er ja gesagt so, ja, Nexus, alles gut und so, Pathfinder, helfen Sie mir, Mordor doof, Mordor alles kaputt machen. Und jetzt sagt er auch, ja, die Nexus, die kann das fressen und ist also jetzt auch gegen uns auch noch, ne? Wir wurden hintergangen von Strux halt, aber ich weiß nicht, Mordor ist jetzt auch irgendwie nicht besser. Ich habe ihn Strux abgenommen
Jetzt sind sie interessiert, was? Ja, jetzt auf einmal, ne? Er ist sicher. Naja. Strux hat uns beide betrogen. Mir hat er gesagt, sie würden eine Bombe bauen. Mir hat er gesagt, sie planen einen Angriff auf die Kolonie. Ich bin beeindruckt, Strux. Sie sind raffinierter als die meisten anderen aus dem Jorgel-Clan. Klüger sogar. Merk nur Arroganz. Mein Vater wollte ihrem Clan unter seinem Stand beitreten, weil er ihren Großvater bewundert hat. Er wurde ausgelacht. Er sei die Mühe nicht wert, ihn zu töten, hieß es. Aber jetzt habe ich sie vorgeführt, Mordor. Und der Nakmor-Clan wird mit Blut bezahlen. Echt jetzt? Das ist so typisch Krogana. Voll so epische Musik. Sie setzen die Kolonie für einen Groll aufs Spiel, den sie durch den Orkusnebel mitgebracht haben? Sie sind die Mühe wirklich nicht wert, sie zu töten, Jorgul Strux. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihre Schläger mit. Und wo ist jetzt der Antriebskern? Händigen Sie ihn aus. Einfach so? Händigen Sie ihn aus? Er ist unfassbar mächtig. Wir werden damit die Kolonie betreiben. Das verschafft uns einen Vorsprung von mehreren Jahrzehnten. Oder er könnte dasselbe für Prodromos leisten. Wenn Sie den Antriebskern behalten, ist das Band zwischen den Kroganern und der Nexus zerschnitten. Für immer. Ja. Sie müssen uns etwas dafür geben. Das ist nur fair. Wir wurden beschossen. Ziemlich ausgiebig. Ja. Wie wär's, wenn Sie sich mit Ihrem Außenposten unserer Kolonie anschließen? Sie geben uns den Antriebskern und wir sind Freunde. Neutuchanka und die Nexus. Wenn Sie ihn behalten, führt das zu einer unabhängigen koganischen Nation. Wir werden uns nicht an die Gesetze der Nexus halten und schulden ihnen nichts. Nicht einmal Frieden. Ryder, ich muss darauf hinweisen, dass unkontrollierte Expansion der Krogana historisch betrachtet immer zu Kriegen und Katastrophen geführt hat. Auch für die Krogana selbst. Ja, weiß ich. Also? Ja, nicht. Wieso werde ich jetzt von der... Auch das fällt mir wieder natürlich sehr einfach. Zumal ich die Geschichte der Krogana, wir wissen es ja hier, wie das mit der Nexus gelaufen ist und dass die benutzt wurden und dann wurden so verbannt, das ist einfach scheiße von der Nexus. Ich meine, das führt dann auch mit den Sloan und weiß ich, ne? Wir wissen ja nicht genau, wie es war, aber wieso sollte ich. Das ist mir jetzt viel zu einfach gemacht. Natürlich übergebe ich den Kern und errichte einen Außenposten, damit wir zusammenarbeiten. Dafür sind wir doch hier. Das ist bescheuert. Okay, Mordor, arbeiten wir zusammen. Sie bekommen den Reliktantriebskern. Und Sie können Ihren Außenposten hier errichten, Nexus. Wir sind alle Freunde und können gedeihen, richtig? Ja. Darauf können Sie wetten. Bringen Sie Ihre Außenpostenleute her, wann immer Sie bereit sind. Wir werden Sie willkommen heißen. Heute ist ein großer Tag, Mordor. Wir kontaktieren Edison und informieren Sie. Viel Glück, Overlord Mordor. Warum sollte ich jetzt zwischen dem Event... Dieser Ort ist für die Errichtung eines Außenpostens ideal. Sie können ihn über den Sender anfordern. Warte mal, wo denn jetzt? Du erzählst mir, dieser Ort ist aber doch nicht hier. Hier ist doch Neutuchanka, Mensch. Da drüben? Da. Direkt daneben? Echt jetzt so? Okay. Gut. Die Entscheidung... Die wird mir ja quasi schon abgenommen. Warum sollte ich jetzt ein gutes Ereignis einer Zusammenarbeit nicht zustimmen wollen? Also das ein freudiges Ereignis und ein... Es macht gar keinen Sinn. Mordor. Okay, cool. Können wir daraus einen Song machen? Okay, alles klar. Ich muss hier raus. Warum auch nicht hier? Na gut. Ihr beiden... Was ist denn... Sag mal, Schamane. Wie ist es gelaufen jetzt, ne? Aus, als gingen sie endlich miteinander aus. Ja, ne? Wir haben es geschafft. Nein, sie haben es geschafft. Das war eine prekäre Lage. Ohne sie wäre es ganz anders ausgegangen. Ja, ich hatte 3 Kolosse vor mir. Das, naja, gehört zum Job. Ha? Ich bin hier, um zu helfen. Auch wenn ich dabei gegen 3 auf einmal antreten muss. Ich bin froh, dass wir sie haben. Das hatten wir eigentlich schon mal, ne? Aber gut, sie schlagen sich gut hier. Das Leben auf Eladen ist bestimmt nicht leicht, aber sie scheinen ziemlich gut zurechtzukommen.
Zu überleben ist eine Sache. Jetzt müssen wir uns entwickeln. Zu Hause waren wir über die gesamte Galaxie verteilt. Wir müssen erst noch lernen, eine Gesellschaft aufzubauen, Wurzeln zu schlagen. Solche Dinge brauchen Zeit. Und eine veränderte Einstellung. Aber wir werden es schaffen. Und ihr werdet euch vor allem ganz anders entwickeln als in der Milchstraße, weil da waren eben die Kriege und die Kämpfer, die vorherrschenden Kroganer. Es gab sowas wie wissenschaftliche Kroganer nicht. Und ihr habt hier so eine Leute. Ihr werdet euch ganz, ganz komplett anders entwickeln. Welche Aufgabe haben sie hier? Ist der Schamane, Shepard? Naja, gut. Was genau macht ein Schamane? Ich berate, leite die Riten, halte unsere Geschichte fest. Dann sind sie eine Art religiöser Anführer? Eher ein Lehrer. Hier draußen kann es leicht passieren, dass man die Traditionen vergisst. Ich sorge dafür, dass das nicht geschieht. Ich muss dann noch so einen Wurm erledigen. Bin ich dann awesome? Wie ist das Leben in der Kolonie? Wie läuft es in der Kolonie? Haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Und genau das ist das Problem. Wieso ist das ein Problem? Kroganer brauchen etwas, wogegen sie kämpfen können. Geben Sie uns einen Feind und wir sind glücklich. Wenn das Leben allerdings zu leicht wird, suchen wir uns Feinde. Und das heißt normalerweise, wir zerfleischen uns gegenseitig. Ja, das steckt denen schon so tief in Blut, ne? Es ist wie, als würden wir hüppelig werden, ne? Weil wir nichts zu tun haben oder sonst wie, ne? Ja. Ich sollte jetzt gehen. Natürlich. Ihr werdet das lernen müssen. Das ist was ganz Natürliches schon. Okay, wie komme ich jetzt am besten hier raus? Vor allen Dingen... Pass mal auf. Ja, wir machen uns das... Ja, wir machen uns das so blöd. Aber dann sind wir draußen. Bis ich hier rausgefunden habe. Die Gesetzlosen haben irgendeine Tech gebaut. Sie wollen sie bestimmt verteidigen. Da drüben ist es. Achso, warte mal, Ausstattung. Wenn ich schon mal hier bin. Ne, bevor ich es wieder vergesse. Die Dan. Katana Crusader. Da ist es ja. Mein Schnucki. Komm, dich nehmen wir mal mit. Du hast nur zwei Plätze. Das ist jetzt... Ja. Durchschlagschaden. Durchschlagschaden. Können wir gleich wieder wegmachen hier. Ich hätte gern einmal... Nahkampf wäre ganz gut. Jo. Und, was ich noch gerne drauf hätte, ist die Reservemuni. Jo. Gut. Das ist sie. Und vor allen Dingen, ich zeig euch mal, die pinnt halt so ein Bolzen eher. Ne, hier. Das ist keine Schrot, das ist so ein... Sie pinnt ein Bolzen. Das Hammer, das Teil. Ich hab meinen Pott erschossen. Oh. Ich muss jetzt einmal rüberfahren. Oh. Leute, festhalten. Ryder fährt. Also direkt nebendran, ja. Bestätige. Ich fordere eine... Und wieder wird bestimmt Edison nicht... Ja. Sie haben es tatsächlich geschafft. Es wäre beinahe zum Bürgerkrieg gekommen und Sie haben sie zurückgeholt. Aber es geht nur um die Ressourcen, keine Poesie, richtig? Ich hatte die Kroganer schon abgeschrieben. Es waren einfach zu viele Egos im Spiel. Aber meinen Akten ist es egal, wie sie gefüllt werden. Wenn ich die kroganische Kolonie rückwirkend als Außenposten bezeichnen kann, ist das ein Erfolg. Allerdings werden das nicht alle so pragmatisch sehen. Tan wird vor Wut kochen. Was, echt jetzt? Scheiß auf Tan. Wissen Sie was? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie scheißegal mir ist, was Tan davon hält. Das lasse ich mal so stehen. Das hier ist der letzte Pathfinder. Der letzte goldene Fehlschlag, von dem wir dachten, wir hätten ihn verloren. Sie haben es geschafft. Natürlich können wir uns nicht lange darauf ausruhen. Irgendwas werden wir immer brauchen. Aber jetzt brauche ich erstmal Ihre Stellungnahme, um die Leute daran zu erinnern, welche Bedeutung das hier für uns hat. Motivieren Sie sie. Ich bezweifle, dass ich etwas derart Wichtiges in ein paar Worten wiedergeben kann. Es geht ja auch nicht darum, die ganze Geschichte zu erzählen, sondern nur darum, ein Bild zu vermitteln. Es ist eine wilde Welt. Sie haben möglicherweise einige verrückte Dinge über Irladen und Neu-Tuchanka gehört. Sie sind alle wahr.
jedes einzelne Wort. Und so wie ich sie kenne, ist das für sie ein größerer Ansporn als alles, was ich jetzt sagen könnte. Eine Rede für die Geschichtsbücher, Pathfinder. Addison Ende. Das würde keiner reden. Ich habe einen geeigneten Standort für einen HMS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet. Wie er das einfach so raushaut mit dem, dass Ten ihm die, also dass die Meinung von Ten ihm so wirklich scheißegal ist. Ich lache, wie schön. Das hat so gut, dass Ryder das mal rausgelassen hat. Ich meine, was Addison sagt, ist mir eigentlich gesagt, ehrlich gesagt, auch scheißegal, aber hey, das muss sie ja nicht unbedingt hören. Wie gut. Und so würde man doch keine Rede sprechen. Ich habe beim letzten Mal schon auf Kedera habe ich extra diese sarkastische Antwort genommen. Und jetzt nochmal. Und es wird immer besser von den Reden. Hey, Nexus. Suchen Sie nach dem gewissen Etwas? Dann hat Boomerang genau das Richtige für Sie. Was? Bei mir finden Sie die beste Beute aus den Dünen. Sind Sie ein Plünderer? Nein, nicht mehr. Die netten Leute von der Initiative haben mir eine zweite Chance gegeben. Ich bin auf etwas, das man Bewährung nennt. Mit einer schicken Metallfußfessel am Knöchel und allem, was dazugehört. Das wird Ihnen der alte Boomerang nie vergessen. Alter, was bist du denn für ein Vogel? Bauen Sie keinen Mist? Boomerang? Weil das kommt immer zurück, oder was? Ja, was? Okay, ich bin wirklich gespannt, welche Geschichte hinter Ihrem Namen steckt. Ich war eine Zeit lang bei Axius und seinen Jungs. Er war der Erste, der mich Boomerang nannte. Er hat mir mehr als einmal die Scheiße aus dem Leib geprügelt und mich halb tot in den Dünen liegen lassen. Trotzdem bin ich immer wieder zurückgekommen. Oh Mann. Aber genug von mir. Sie sind hier, weil Sie das gute Zeug wollen. Sehen Sie sich einfach mal an, was Boomerang für Sie hat. Der spricht auch in der dritten Person von sich, ne? Mehr als merkwürdig. Ja, nochmal eine Crusader. Immer so schöne Sachen. Keine Spezialobjekte, nichts. Diesmal für den Nomad. Sonst auch nicht. Er hat Waffen halt, ja. Gut. Achso, warte. Sie haben Glück, Pathfinder. Ich habe einem toten Gangboss ein paar echte Schmuckstücke abgenommen, bevor die Wanzen über ihn herfallen konnten. Aha. Und das beste Zeug habe ich für Sie reserviert. Voll, danke. Tja, ich schätze, es ist der Gedanke, der zählt. Werfen Sie mal einen Blick drauf, mein Freund. Ja. Sehen Sie sich an, was Boomerang für Sie besorgt hat. Du bist echt ein schräger Vogel, meine Herren. Das darfst du haben hier. So. Wir haben wieder 28.000, immerhin. Gut. Wie knüpft sich das denn jetzt an, hier an Tutanka? Da hinten ist Neu-Tutanka. Boah, wahnsinnig groß, das ist die Tempest. Und wir sind Nachbarn. Also wirkliche Nachbarn. Wow. Das ist schon was. Ich würde sagen, den Außenposten schauen wir uns denn in der nächsten Folge an. Gucken mal, ob hier noch irgendwas ist. Irgendwas ist da drüben auch noch. Was haben wir hier? Achso, der Empfänger auf Eladen. Und mit der Leitung des Außenpostens reden. Ja, natürlich. Und wahrscheinlich werden wir dann den Wurm erschlagen, hä? Wie sieht's aus? Geht doch so ungefähr in die Richtung, ne? Ich schätze mal, irgendwo ist hier unten was. Hier hinten in den Dünen ist der andere Wurm. Keine Ahnung, ob man beide bekämpfen kann. Aber es sieht erstmal so aus. Gut. Wir machen uns dann vom Hocker, vom Hocker locker. Bis dann, tschüss. Mit Ö.